Schwerer LKW-Unfall in der Nacht zum Mittwoch auf der A6 bei Reilingen. Der Fahrer eines mit Kühlware beladenen Sattelzuges kam gegen 1.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Heilbronn, kurz vor dem Parkplatz Herzkammer, nach rechts von der Fahrbahn auf den dortigen Grünstreifen ab und kollidierte nach der Einfahrt in den Parkplatz anschließend mit drei dort abgestellten Schwerfahrzeugen. Hierbei streifte er zunächst zwei ordnungsgemäß geparkte LKW, bevor er mit einem weiteren davor abgestellten Sattelzug kollidierte. Also wir haben einen Sattelzug vorgefunden, der offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit in den Parkplatz eingefahren war und dort auf einen weiteren Sattelzug aufgefahren war. Also das Fahrzeug war schon sehr heftig verformt. Die Person war nicht eingeklemmt, sondern nur eingeschlossen im Führerhaus. Und wir haben dann einen Erstzugang geschaffen und die Person dann auch aus dem Fahrzeug befreit. Ja, also es war nicht erforderlich, da mit hydraulischem Rettungsgerät vorzugehen. Der Fahrer wurde über die Fahrertür bzw. über das Fahrerfenster befreit. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Fahrer keine schweren Verletzungen zu. Er wurde aber wie zwei weitere Insassen von einem geparkten LKW in eine Klinik eingeliefert. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.